Gibt es irgendwelche Hinweise? Es gibt nur einen Hinweis, Talis. Allerdings trägt dieser auch nicht gerade dazu bei, um Hector zu überführen. Vom Fenster meines Ladens führen schlammige Fußspuren weg. Es sind kleine Fußspuren. Sie können nicht von Hector stammen und sonst keiner Frau und keinem Mann in diesem Ort. Daher kann ich euch sonst praktisch keine Hinweise liefern. Hector kann normalerweise in der Schenke zum Baumstamm an. Kann man normalerweise in der Schenke zum Baumstamm treffen, falls ihr befragen wollt. Ja, ich schätze, ich werde mal ein wenig mit Hector plaudern. Wie ihr wünscht. Ich bitte euch, beeilt euch. Ohne mein Zauberbuch habe ich keine Möglichkeit, die Regale in meinem Geschäft mit wertvollen Schriftrollen zu füllen, die man normalerweise bei mir kaufen kann. Mhm. Lazarus verschwundenes Zauberbuch. Der Besitzer des örtlichen Schriftrollenladens wurde das Zauberbuch gestohlen. Oder das Zauberbuch kann er keine Waren herstellen, um sie zu verkaufen. Er hat einen Mann namens Hector den Verdacht. Allerdings hat er ein unerschütterliches Alibi. Während der Nacht, in der das Zauberbuch gestohlen wurde, war er ständig im Wirtshaus und hat sich besoffen. Ich habe da schon einen im Verdacht. Erzählt mir mehr davon. Junge? Ihr seid nicht von hier, das wüsste ich nämlich. Wisst ihr etwas über ein verschwundenes Zauberbuch? Aber sicher doch, bloß weil ich ein Straßenjunge bin, weiß ich alles über gestohlene Bücher. Ja, gib mir die Schuld. Squid hat es hat das geschossen, Squid hat dies genommen. Ihr habt keine Beweise. Ich habe einen Beweis. Kleine schammige Fußspuren. Die Fußspuren eines Kindes. Okay, gut. Vielleicht weiß ich ja doch etwas darüber. Vielleicht kann ich euch ja helfen für die entsprechende Bezahlung. 1000 Goldmünzen und ich rede. Ihr seid ein harter Verhandler, Squid. Gut, hier sind 1000 Goldmünzen und jetzt redet schon. 1000 Goldmünzen? Vergesst es, Squid. Ich gebe euch 5 Goldmünzen, nicht mehr und nicht weniger. Wir machen das so, Squid. Ihr redet und ich prügle euch nicht quer durch die ganze Stadt. Ah, nehmen wir mal die 1000. 1000 Goldmünzen, ich bin reich, ich bin verdammt nochmal saureich. Gut, hier ist, was ich weiß. Ich habe das Buch für Hector gestohlen. Er hat mich bezahlt, damit ich es für ihn stehle. Ich habe das Buch aber nicht mehr, weil ich es Hector gegeben habe, ehrlich. Mhm. Ein Straßenjunge namens Squid hat gestanden, dass er das Buch für Hector gestohlen und ihm gegeben hat. Es war also doch der Mann verantwortlich, den Lazarus von Anfang an verdächtigt hat. Ja, die 1000 Goldmünzen, die kann ich mir sauber leisten. Ich war keine große Herausforderung. Aber gut, bevor wir dahin in die Taverne gehen. Truppenunterkünfte. Au. Gehen wir mal in die Truppenunterkünfte. Das finde ich nicht gut. Immoin, aufwachen. Wir haben das gleich. Verschwendet in eurem Minenflüchtlingspakt. Wir haben das gleiche Recht, hier zu sein wie ihr. Okay. Will hier noch jemand Ärger? Irgendwas nicht in Ordnung? Diese Zwergen haben einfach keinen Respekt, wenn es nicht um die Interessen unserer Stadt ginge, hätte ich sie längst umgebracht. Nun, wenn sie Ärger wollen, können sie ihn kriegen. Seid ihr auf unserer Seite? Ich glaube nicht, dass Gewalt in diesem Fall die richtige Antwort ist. Da will ich nicht mit hineingezogen werden. Wir wollen diesen Zwergen eine Lektion erteilen. Denkt doch daran, dass der wahre Feind vor den Toren wartet. Ja, und wenn ihr jetzt nicht mit diesem kindischen Streit aufhört, platzt mir doch der Kragen. Hoho, Fremder, beruhigt euch. Wir wissen doch, zu was ihr Kinder Bals fähig seid. Alles, was ich hier tun, ist ein bisschen Dampf abzulassen. Das ist ein Kind Bals? Also, sich in den Straßen zu raufen, ist ja eine Sache, aber keiner von uns möchte getötet werden. Kommt schon, Jungs, ihr habt ja gehört, was die Balbrut gesagt hat. Ziehen wir Leine. Kalte Herrin, kommt, Gläubige, empfangt meine schaurige Umarmung, umarmt den Tod. Kommt zu mir, ich werde euch von euren Schmerzen befreien, ich werde euch von diesem Ort des Leidens befreien. Umarmt mich und spürt die rettende Kälte, die ich euch biete. Was geht hier vor, wer seid ihr? Ihr befreit diese Leute nicht, ihr tötet sie. Verdorbener Geist, ihr benutzt die Angst dieser Leute, um sie in den Tod zu treiben. Tut mir leid, ich hege kein Interesse für diese Art von Freiheit. Ja, Freiheit. Gewährt mir die Freiheit. Ich heiße euer Angebot willkommen. Was geht hier vor? Wer seid ihr? Befreit diese Leute nicht, ihr tötet sie. Die Heretiker zweifeln an der Heiligkeit unserer Zeremonie. Sie beschmutzen den heiligen Boden mit ihrem Unglauben. Alle Freiheitssucher müssen diesen Ungläubigen vernichten. Auf meiner Klinge steht euer Name. Auf meiner Klinge steht euer Name. Erwischt! Meinen Freunden werdet ihr nichts tun. So, du tust mal
Antizaubern. Die Dienerin der Natur ist bereit. Dass wir alle wieder bei Verstand sind. Fragt nur, was immer ihr wünscht. Die Ballisten hier sehen recht demoliert aus. Wenn ihr es wollt. Jetzt weiß ich wieder, warum mir das Reisen mit euch solchen Spaß gemacht hat. Hier ist auch verschlossen. Ja, auch. Okay, okay. Verstanden. Ja, okay, in den Kanal komme ich nicht runter. Ich komme hier doch in die beiden Häuser auf jeden Fall rein. Ja. Erstmal gucken, was hier unten drin ist, in dem Haus. Oh. Hey, außer Gromnius Männern hat hier niemand Zutritt, ein Orrock. Ihr habt genau 5 Sekunden, um euch zu verziehen, bevor ich meine Leute auf euch hetze. Entschuldigt bitte, wir wollten keinen Ärger. Na, verstehe ich gefälligst. Die 5 Sekunden sind übrigens fast vorbei. Euer Wunsch? Okay, das ist auch ein Eingang in die, Kaserne, so wie es aussieht. Ihr müsst eure Gruppe. Und die? Der Eingang führt uns oben rein, oder was? Habe ich euch nicht gesagt, ihr sollt da verschwinden? Habt ihr es an den Ohren? Ein paar weitere Löcher im Kopf sollen ja manchmal Wunder wirken. Für die Gefallenen! Aufrecht und ehr! Ich glaube, das war keine gute Idee. Wo ist mein letzter Safe? Da ist mein letzter Safe. Gott sei Dank. Keine große Herausforderung. Also ja. Weil so wie es aussieht. Ja, verstanden. Spawnt da einfach unendlich viel Gewürm. Ich warte. Ja, was immer ihr wünscht. Oh, Mama sagt mir, ich soll nicht mit Fremden sprechen. Oris Flinkfinger, wie konnte es nur so weit kommen? Ich bin doch nur ein einfacher Bauer. Ist das etwa meine Schuld, dass mein Vater der Fürst des Mordes ist? Ihr seid ein Kind Bals? Warum seid ihr nicht in der Burg zusammen mit den anderen Kindern Bals? Dürfte ich euch ein paar Fragen stellen? Ihr seid ein Kind Bals? Bal war ja vielleicht mein Vater, aber ich will das hier alles nicht. Ich bin nach Sardusch gekommen, um der Verfolgung zu entgehen, der ich in meiner Heimatstadt ausgesetzt war. Jetzt will ich nur versuchen, mich unter das normale Volk zu mischen und nicht weiter aufzufallen. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, wenn man erfährt, dass sein Vater ein Gott des absoluten Bösen war. Ihr müsst einfach eine Möglichkeit finden, um damit fertig zu werden. Ich habe es geschafft nach langer Zeit. Lasst mich einfach in Ruhe. Ich kann euch nichts sagen. Ich bin nur ein einfacher Bauer. Ich will nur mein normales Leben zurück. Ich verfluche das unsterbliche Blut in meinen Adern. Hallo, Tempel. Wenn ihr es wollt. Seid mir gegrüßt, meine Schwester. Rauken heißt euch willkommen. Ich bin Schwester Faril. Wie kann ich euch dienen? Was wisst ihr über Gromnir? Gromnir ist ein gequälter Mann, geplagt an Herz und Verstand. Bals Fluch vergiftet sein Blut und quält seine Seele. Ich würde sogar noch mehr Mitleid mit ihm empfinden, wenn er nicht so grausam gewesen wäre. Gromnir traut niemanden über den Weg. Er hat sich selbst im Palast eingeschlossen und wartet dort auf das unausweichliche Ende der Belagerung. Doch bis dahin fürchte ich, wird er uns alle noch ins Verderben reißen. Kann ich euch sonst noch irgendwie helfen? Was wisst ihr über eine Frau namens Melisande? Eine tapfere Frau, eine wirklich liebenswürdige und mitfühlende Dame. Sie hat die Balkkinder nach Sardusch gebracht, um sie dort zu verstecken. Es ist nicht ihre Schuld, dass Gromnir ihre Gastfreundschaft ausgenutzt hat. Sie hat es gut gemeint. Aber leider hat diese Belagerung all ihre ehrenwerten Absichten durchkreuzt. Wenn die Stadt fällt, was fangsfähig geschehen wird, wird man die gesamte Balbrut umbringen und ihre Bemühungen, sie zu retten, sind dahin. Kann ich euch sonst noch irgendwie helfen? Habt ihr eine Ahnung, wie ich in die Burg gelangen könnte, um mit Gromnir zu sprechen? Ihr wolltet sie unter des Schlosses, warum? Ich würde niemanden raten, nach Gromnir zu suchen. In seinem Zustand ist er zu allem fähig, meine Schwester. Ich habe keine andere Wahl. Ich muss Gromnir finden, so oder so. Wenn ich dieser Stadt helfen soll, dann muss ich dorthin, Schwester.
Ihr macht nicht den Eindruck, als würdet ihr etwas Böses im Schilde für meine Schwester. Nun gut. Ich werde euch bei eurem Plan helfen, auch wenn es keine leichte Aufgabe wird. Vor einigen Jahren wurde ich gebeten, den Eingang zu dem städtischen Kerker zu versiegeln, um etwas äußerst Böses an der Flucht in die Stadt zu hindern. Als Klerikerin von beträchtlicher Macht war ich die Einzige, die dazu in der Lage war. Ich hasse es, diesen Eingang wieder zu öffnen, damit dieses Böse nicht entweichen kann. Doch wenn ihr glaubt, ihr könntet euch mit Gromny ins Benehmen setzen oder die Stadt sonst wie helfen, gehe ich das Risiko ein. Was ist dieses Böse, von dem ihr sprecht? Welche Art ist dieses Böse, von dem ihr sprecht? Ich fürchte, dass untote Kreaturen in den verlassenen Zellen des Kerkers ihr Unwesen trieben. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen, auch wenn ich empfehlen möchte, heiliges Wasser mitzunehmen, bevor ihr dort hinuntergeht. Dieser Schlüssel öffnet das Tor zum Gefängnis. Das Tor selbst wurde vor Untoten geschützt, doch wenn ihr erst einmal unten seid, gibt es für euch selbst keinen Schutz mehr. Das Tor befindet sich auf der anderen Seite der Straße. Ich wünschte, ich könnte euch sagen, wohin ihr euch wenden müsst, wenn ihr erst dort unten seid. Ich weiß, dass es eine Verbindung zum Schloss geben muss, doch wo und wie sie verläuft, weiß ich nicht. Nehmt den Schlüssel und gebt auf euch Acht, meine Schwester. Gruppenerfahrung. Wow, 1000 Erfahrungspunkte. Kann ich euch sonst noch irgendwie helfen? Ja, es gibt in dieser Stadt ein paar Elfen, die keine Unterkunft haben. Ich hoffe, ihr hättet eine Möglichkeit. Die Elfen können hier gerne Zuflucht suchen, wie jeder, der leidet. Hätte ich gewusst, dass sie keine Unterkunft haben, hätte ich sie ihnen längst angeboten. Kann ich euch noch irgendwie helfen, meine Schwester? Zeig mal, was ihr anzubieten habt. Das ist richtig, meine Schwester. Wir haben aufgrund der Belagerung nicht viel, aber ich werde helfen, so gut ich kann. Nun gut, Heilzauber dürfte sie haben. Ja, wir heilen uns einmal hoch. Also ich spendiere jedem einmal eine schwere Wundenheilung. Ganz sicherlich, dir gebe ich eine kritische Wundenheilung. Noch hinterher. So, jetzt sind wir wieder alle einigermaßen fit. Bei ihr könnte ich Heiltränke und elfisches heiliges Wasser. Elfenwasser gegen heiliges Elfenwasser gegen Vampire. Kaufen wir mal 4 Stück. Ah ja, das kann ich dann reinpacken oder auf Vampire werfen. Okay. Fragt nur. Natürlich. Und ich würde gerne genau hier 2000 Münzen spenden. Wenn es das ist, was ihr wollt. Gromny ist gemein, meine Mama hat das gesagt. Ja. Gut, ich kann den Elfen jetzt Unterschlupf anbieten. Da ist Kizzers Haus, das lasse ich mal noch in Ruhe. Burg Sarah durch und die Treppe zum ersten Stock. Das heißt, ich gehe jetzt in die Taverne, dann sage ich den Elfen Bescheid. Da sage ich jetzt den Elfen Bescheid. Elfen haben nur selten Zeit zum Plaudern. Ja, ich warte erstmal noch ab. Vielleicht kann ich jemand anderen noch darum bitten. Jetzt weiß ich. Keine große Herausforderung. Soldat Ilkans. Wer steht hier noch rum? Peltje. Vikang. Schankwirt. Schankmaid. Hallo Kumpel, machst dein freundliches Gesicht. Warum lassen mich die Soldaten nicht endlich in Ruhe, schluchzt? Sie scheinen es zu gesießen und uns zu quälen. Ich wünschte, jemand hätte den Mut, sich gegen sie aufzulehnen, aber sie haben alle Angst vor Gromnir, Schnief. Ich fürchte, ich muss mich damit abfinden. Seid nicht traurig, schöne Kellnerin. Talisa wird ihnen schon abgewöhnen. Das wäre ein Bogen, wenn sie persönlich diesen miesen, hässlichen Typen mal kräftig in den Hintern treten. Irgendwas nicht in Ordnung? Was wollt ihr? Seht ihr nicht, dass wir mit der süßen Kleinen hier beschäftigt sind? Genug gespielt, lasst die Frau in Ruhe. Ihr habt recht, ich habe wichtigere Dinge zu tun, als mich da hineinziehen zu lassen. Ihr erbärmlichen Mistkerle, werde ich bei der Frau für euer ungehobeltes Verhalten entschuldigen. Was wollt ihr haben, damit ihr die junge Dame in Ruhe lässt? Nehmen wir mal das. Ihr habt in dieser Stadt überhaupt nichts zu sagen. Wir arbeiten für Gromnir.
Ich glaube, ich Zeit mal daran zu erinnern, wer hier das Sagen hat. Auf meine Kehle, euer Name! Ihr würdet wohl keine Frage schlagen. Torm ruft euch zu sich! Zeug. Das nicht identifizierbar ist. Oh, was ist das eigentlich? Eine Helepale plus zwei, ach so. Langschild und ein Schwert. Großer Schild plus zwei, den brauchen wir nicht unbedingt.